herzlich willkommen zu einer neuen Folge Life is Strange True Colors. Bei der letzten Aufnahme ist das hier ein bisschen schief gelaufen. Das heißt, wir haben diesen Teil hier tatsächlich schon mal gespielt. Nur die Aufnahme war ja tontechnisch leider so kaputt, dass wir die nicht verwenden konnten. Ich würde sagen, wir versuchen einfach hier so ein bisschen relativ fix jetzt durchzukommen, da das nicht allzu langweilig wird, für weder für uns noch für euch dann im Anschluss. Schauen wir einfach mal. Kann mich noch daran erinnern, wir haben hier erstmal ein bisschen aufgeräumt, was man so aufräumen nennt. Ein Anfang. Schön ein bisschen Geschirr wegbringen. Wegbringen vor allem. Wegspülen. Also wegmachen. So. Gut ist, wir haben danach dann nochmal so motivationslos weiterzuspielen. Na dann leb wohl, Depressionsbutter. Das ist also, ich kann mich zumindest nicht mehr an alles so hundertprozentig erinnern. Ich auch nicht, ich hab's irgendwie gelöscht. War halt so ein bisschen kacke, aber naja. So. Weiß ich gar nicht, ob uns alles mal angucken wollen. Hat Steph wirklich viel bedeutet? Ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob da irgendwas Gabe entscheidend hat mir ist, immer den Controller aus der Hand geschlagen, wenn nee, er ich dachte, glaube, entscheidend ist, war tatsächlich Idiot. Nicht mehr dabei, außer das Aufräumen halt. Aufräumen, ne? Mal Foto hier mal nochmal angucken. Irgendwas. Auch nicht. Oder? Scheiße. Ich habe ihn gerade erst zurückbekommen. Wie kann er fort sein? Ja, das ist natürlich das nächste. Letzte Folge mal eben unser Bruder gestorben. Kann man mal machen in so einem Spiel. Komplett unerwartet einfach. Wobei ich immer noch sagen muss, kann er nicht glauben. Ah, war doch gar nicht so schwer. Die Wohnung ist der Spiegel der Seele. Stimmt's, Dr. Lin? Und das ist dann halt der aufgeräumte Zustand. Da liegen Briefe auf dem Boden. Da das Bett hier, das sieht natürlich auch mega gut aus, ne? Die Klamotten liegen da überall am Boden, also. Die kann man doch nicht aufräumen. Das ist aufgeräumt. Aber das ist aufgeräumt. Lautspiel. Briefe hatten wir hier. Veranstalte morgen um 9 eine kleine Feier für deinen Bruder. Das war dann die Feier, auf der wir letzte Folge waren. Alex sagt: Schei, wenn du Lebensmittel brauchst, ich bezahle Jet. Unser guter Barkeeper. Danke, Jet. Hoffe uns da. Und Alex, tut mir so leid, die Wohnung ist dein, solange du sie brauchst. Du weißt, wo du mich findest, falls nötig, Jet. Ja. Ein guter Manager. So, und jetzt weiß ich noch, mussten wir irgendwie in die Apotheke und vorher waren wir noch irgendwo anders, ne? Ja. Noch im Plattenladen. Genau. Ja, der Streit von letzter Folge hat seine Spuren hinterlassen. Hey, das musst du nicht machen. Zu spät. Ich möchte mich entschuldigen. Im Namen aller. Wir trauern alle, aber das macht's nicht besser. Es war die Trauerfeier deines Bruders. Ihr beide habt was Besseres verdient als ein paar Idioten, die streiten. Ja, und hier war ja die Sache. Mac hatte ja, wenn ich mich da richtig erinnere. Also man gibt ihm so ein bisschen die Schuld für den Tod. Wissen tun wir es aber allerdings nicht. Genau, und da wir es nicht wissen, haben wir gedacht, wir bleiben erstmal bei unserer Wahrheit. Und die ist, wir wissen es. Ich weiß es zu schätzen. Es war ziemlich hart. Auch wenn es wohl kaum eine gute Version einer Trauerfeier geben kann. Ist da aber wieder die. Nein, es gibt keine gute Version. Spiel einfach. Wir versuchen nur, es so gut wie möglich zu überstehen. Ich weiß, es läuft man in eine falsche Richtung, war es am Ende ist dann doof, weil wir die ganze Zeit irgendwie im Schutz haben. Das war nicht die erste Trauerfeier hier. Wir jetzt aber auf die andere Seite. Und wohl auch nicht die letzte. Gehen. Dann war es am Ende. Naja, wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag Bescheid. Also ich rede nochmal mit Mac.
Er lügt so krass. Ich weiß nur nicht, warum. Eine Idee, wo ich ihn finde? Ja, er hilft Eleanor im Blumenladen. Als Such Spieler würde ich eigentlich schon uns sagen, er lügt irgendwie, ne? Weil wir haben ja jetzt gar nicht gesagt, er lügt und trotzdem nur, sagt wieder noch ein guter Rat. Du wirst vielleicht nicht die Antwort finden, die du suchst, wenn es denn eine gibt. Also, setz nicht all deine Hoffnung auf McLauden. Wahrscheinlich, um so einen kleinen Konflikt zu schaffen einfach, ne? Ja. Es ist sehr lieb von dir, aber was soll ich sonst nur tun? Ich wünschte, ich hätte eine Antwort für dich. Aber wenn du Zeit hast, bevor du einen auf Dirty Harry machst, dann schau bei der Apotheke vorbei. Charlotte will dich sehen. Und eins noch. Den wollte ich dir die letzten Tage schon geben. Aber ich hab dich da oben nicht stören wollen. Damit kommst du durch diese Tür. Und die da oben. Sonst sind wir immer eingebrochen. Ich? Ja. Wie man das ist macht. Jetzt dein Zuhause. Solange du möchtest. Kann man sagen, wie er da ist. Die Tür auch offen sein. Was ist mit Miete? Ja. Ich will kein Schmarotzer sein. Mach dir darum keine Sorgen. Wenn es irgendwann soweit ist, finden wir dafür schon eine Lösung. Ja, mach guter Mann. Danke. Ja, das ist jetzt natürlich auch eine harte Zeit. Bin da hingezogen. Unserem Bruder im Endeffekt. Ja, mein Bruder ist jetzt tot. Ich hab keine Ahnung, was ich sagen soll. Es ist gut, dass es so ein kleines Dorf ist, einfach, wo man mittlerweile einfach jeden kennt nach so kurzer Zeit und wie jeder einen aufbringt. Ja, Ryan macht sich jetzt halt auch Vorwürfe, dass er ihn nicht gerettet hat, unserem Bruder halt, ne, aber. Vor einem Jahr war ich bereit, diesen Ort zu verlassen, weiterzuziehen, wie ich es immer tue. Und vor einem Jahr war Gabe der Grund, dass ich blieb. Und obwohl ich jetzt voll ist, obwohl ich ihn vermisse, wie verrückt, habe ich immer noch Gründe zu bleiben. Danke, dass du mir das gezeigt hast, Alex. Auch wenn du beim Kicker schummelst. Oh, bitte, Mädel. Ich bin anständig und ehrlich Champion geworden. Wirklich. True Story. McLone hat seinen Kommentar gelöscht. Ja. So sieht's nämlich immer aus. Ich habe alles gegeben. Mal kurz gucken, hoffentlich dem, beruhigen sich die Dinge hier mal wieder. Ein Dialog zumindest. Ja, RM und TB. Da habe ich in der letzten Folge die jetzt leider abhanden gekommen ist, Schnitzel gelesen. Ich habe jetzt gerade wieder Schnitzel gelesen. Mein Gehirn will mir was sagen. Ich kann theoretisch ein bisschen Musik anmachen, aber wir gehen jetzt eigentlich hier eh raus. Weil, hat den Namen Chloe, ne? Chloe wollte uns gerne sehen im Plattenladen. Ja. Und dann müssen wir in die Apotheke. Und noch eine Entscheidung auf uns wartet. Ein bisschen fies war natürlich, wie für dieses Spiel typisch. aus der Tür gegangen, aber vielleicht hat anscheinend nur das Kapitel jetzt neu gemacht. Wenn Sie bereit sind, Charlotte für Ihr Schweigen zu bezahlen, dann sicher, weil Sie etwas zu verbergen haben. Anscheinend kann man, dürfen wir den Rest dazwischen nicht mehr spielen. Ich freue mich, dass du vorbeigekommen bist. Sieh dich ruhig um, wenn du magst. Ist das jetzt noch vor unserer Entscheidung? Ja, okay. Ich werde schon noch rausfinden, warum Matt lügt. Nee, ihr seid nicht. Dann bleibt uns wahrscheinlich nur die Wahl zusammenzufassen. Gibt es den Magic Dragon, ja. Und eine Shisha. Und die Birnbonks. Wieder voll der Kifferladen. Ehrlich, was ist das für eine Apotheke? Das ist keine Apotheke, das ist ein Coffeeshop, ey. Sag mal, jetzt noch mal auf. Schau. Eine ganz besondere Heide. Alex, hey. Wusa. Jack meinte, dass du mich sehen willst. Ich wollte bloß wissen, wie es dir geht. Mega.
Was sonst? Ich habe versucht, mich ein wenig abzulenken. Ich sag wohl nur, die eine sah so high aus, weißt du, jetzt wird alles klar. Ablenkung hilft. Und bei dir? Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du durchmachen musst. Ganz ehrlich, ich versuche, mich für Ethan zusammenzureißen. Ihm geht's schlecht. Ich habe gehört, dass es ihm echt schwerfällt. Gabe war im Prinzip wie sein Vater. Er verschließt sich. Das hat er noch nie getan. Egal, wie schwer es war. Jeder geht anders mit Trauer um. Vielleicht braucht er nur etwas Zeit. Ein Kind ist halt nur eine Scheiße. Wir haben echt viel durchgemacht. Erst die Scheidung, dann der Umzug. Er hat sich noch nie so verschlossen. Ich dringe nicht zu ihm durch. Gibt sich wahrscheinlich die Schuld daran. Ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass die einzige Person, die mir helfen könnte, mit Gabes Tod umzugehen, Gabe wäre. Verständlich. Was ist das? Ein Dokument. Von Typhon. Falls ich unterschreibe, stimme ich zu, nicht zu klagen. Für eine Abfindungszahlung. Für Assis. Eine hohe. Suspekt ist das erstmal auf jeden Fall. Yeah. Das heißt natürlich nicht, dass das nicht trotzdem eine gute Idee sein kann, zu unterschreiben, so wie das Rechtssystem manchmal funktioniert, leider. Aber warum sollten die Abfindungszahlung überhaupt anbieten, wenn die sich keiner Schuld bewusst sind? Ja. Die sind ja so krass drauf. Warum sollten sie dir Geld anbieten, wenn sie nichts getan haben? Sie wollen damit ihren guten Willen beweisen. Mhm. Aber du hast recht. Sie sind schuld an seinem Tod. Und damit wären sie vom Haken. Wirst du es unterschreiben? Ich weiß nicht. Ich versuche zuerst an Ethan zu denken, aber... Was würdest du tun? Würde ich Gabe damit verraten? Warum können wir nicht sagen, warte noch mal 2-3 Tage, wir schauen mal, vielleicht finden wir mal was raus. Nö. Wie viel Zeit hast du denn da zu unterschreiben? Ja, jetzt sagst du, nimm das Geld für Ethan und du findest im Nachhinein raus. Ja, die waren halt schuld. Kacke. Du lehnst halt ab. Und dann wird das alles nix. Auch kacke. Das Spiel ist... Das war's. Können eigentlich nur ablehnen, meiner Meinung nach, weil das kann ein Riesenfehler sein, aber wir können es jetzt eigentlich nicht wissen. Also normalerweise würde ich sagen, ey, warte mal noch ein bisschen. Das muss man nicht jetzt entscheiden. Nicht jetzt sofort. Ja. Warum sollten die, ne? Das macht keinen Sinn, ja, so, dass sie ein Angebot machen. Das heißt natürlich nicht rechtlich, dass man damit auch durchkommt. Aber für unseren Bruder müssen wir da ein bisschen kämpfen jetzt mal. Du solltest das nicht unterschreiben. Es tut mir leid. Ich weiß, es ist hart. Aber du kannst dich nicht von Typhon kaufen lassen. Gabe hat den Anruf getätigt. Ich werde es beweisen. Geld ist auch nicht alles. Ich brauche... Im Endeffekt hätte die ja nun nur etwas Zeit. Gehabt, ne? Wir selber hätten ja noch planen dürfen. Ja. Danke, dass du ehrlich bist. Wir versuchen unser Bestes. Richtig. Wenn sie bereit sind, Charlotte für ihr jetzt Schweigen zu bezahlen, dann sicher, weil sie etwas zu verbergen haben. Ja, so viel dazu. Ich bin immer da für dich, falls du was brauchst. Danke. Ja. Natürlich hat sie recht. Aber ich könnte das Geld gebrauchen. Wir dürfen nicht nachgeben. Egal, wie schwer es ist. Glaspfeifen sind so cool.
Das sind nicht nur Kunstwerke, sondern machen dich auch high. Eine Shisha ist verkauft, eine Bon. Kostet vermutlich mehr als mein Busticket. Er ist eine etwas speziellere Apotheke. Meine Drogen nehme ich nur aus Gläsern in Kunstwerken. So reich wäre ich gerne auch mal. So endet das, wenn die Drogen legal sind. Seit wann braucht man einen Doktortitel, um Gras zu rauchen? Der silberne Drache Sorten ist Sativa, blaue Euphorie, eine starke Sativa-Sorte, welche Kreativität anregt. Stairway to Heaven, ein wohliges, sanftiges High mit Snacks rauchen. Indica, vortreffliches Violett, eine entspannende Indica-Sorte, die den ganzen Körper und Geist entspannt. Sandmann, eine starke CBD-Sorte, die Körper wie Geist entspannt. Hybride, Ether, ein Hybride mit starkem Sativa-Einfluss, der ein Gleichgewicht aus Konzentration und Wonne wiederherstellt. Intergalaktische Schwingung, ein Hybrid mit starkem Indica-Einfluss, der Euphorie und Entspannung kombiniert. Ja, also wenn ihr da irgendwie Bock habt, Stairway to Haven. Ja, im Silver Dragon, Gabes Idee. Ob du's glaubst werden oder eure nicht. Bedürfnisse erfüllt. Oh, das glaube ich. Krass, dass Charlotte die ganze Zeit die Apotheke geführt hat. Ich konnte nicht mal die Wohnung verlassen. Haven Springs, oh, der silberne Drache Newsletter. Hallo alle zusammen. Wie ihr vielleicht schon gehört habt, ist jemand, der mir sehr nahe stand, vor kurzem gestorben. Die letzten Tage waren sehr schwierig für Ethan und mich, aber wir tun unser Bestes, durchzuhalten. So viele von euch haben sich mit freundlichen Worten gemeldet, das bedeutet uns sehr viel. Ich kann euch nicht genug für eure Unterstützung danken. Ich werde versuchen, den Laden jeden Nachmittag für ein paar Stunden zu öffnen, doch für die nächsten Wochen wird alles sehr sporadisch sein. Ich entschuldige mich für jegliche Unannehmlichkeit und bedanke mich im Voraus für die Geduld. Eure freundlichen Knospengärtnerin aus der Nachbarschaft. Charlotte. Ja, auch nicht schlecht. Ja, mit Ethan haben wir noch gar nicht geredet, tatsächlich seitdem. Also ab dieser Gott, Stelle. Zieh dir was an. Sind wir jetzt auch wieder. Ohne vorgespoilert. Ja. Der ist cool, nämlich auch. Kopfnuss. Das ist ein Semi. Manche Karibikvölker glauben, darin wohnen die Geister der Götter. Aber mir gefällt einfach nur der Look. Er ist merkwürdigen echt cool. Szenen, die machen das Spiel irgendwie so zu dem, was es ist. Irgendwie, ich weiß nicht. Das ist halt. Sowas gibt's in Portland auf jeden Fall nicht. Ich liebe Charlottes Stil. Ah, hier geht's in den jetzt ins Warenlager. Da ist er. Diese schicken Apotheken verdrängen all diese weirden Typen namens Tobi aus dem Geschäft. Er wäre Mord. Nach allem, was passiert ist, könnte ich davon echt was vertragen. Oh. Merch kann ich auch wegkaufen. Charlottes Hingabe für ihre Kunst ist so inspirierend. Ja, alles Schönes. Schokolade. Schokolade. Ein bisschen Schokolade. Lollis. Alles da. Okay. Gibt's an kalten Tagen was Entspannteres als eine Tasse Gras? An jedem geholfen. Aha. Und welcher Teil des Gehirns ist nochmal für die irre leuchtenden Gefühle verantwortlich? Okay, dann haben wir, glaube ich, hier soweit erstmal alles uns angeguckt. Nach T-Shirts noch. Noch ein bisschen mehr. Cooles Logo. Ich wette, das hat Charlotte selbst designt. Naja, im Kleiderschrank haben sie mal einen. Ja. So, und jetzt müssen wir irgendwo hin und ich weiß nicht mehr wohin. Macht unser Spiel aber hoffentlich. Wir müssen jetzt halt so. Mac, heißt der Mac? Glaub, ja. Der Typ, der halt vermeintlich verantwortlich für den Tod ist oder eben auch nicht. No. Ich so Alzheimer alle Namen. Ich sollte im Blumenladen mit Mac reden. Gern. Blumenladen. Ich konnte noch rennen.
zu dem Kurs? Ja, das ist Haven Springs. Hier können wir nämlich jetzt einmal durch die Stadt auch ein bisschen laufen. Ist jetzt nicht allzu groß, was wir hier bisher betreten können. Den Blumenladen war schon gesehen. Hab natürlich keine Ahnung mehr, wo er ist. Nee. Mann, diese Nachtschichten machen einen echt fertig. Hier sind wir ursprünglich mal gekommen. Da hinten, genau, ja, da ist Black Lantern, da ist Sniper. Mein Schlafrhythmus ist voll im Arsch. Kaffee am Morgen, Whisky vorm Schlafen gehen. Klappt wunderbar. Bergarbeiter, ja, oder erst mal. Ein Wort über den Unfall? Woher hätte ich das wissen sollen? Scheiße, jetzt bin ich bei Diane unten durch. Danke, Diane. Wenn der doch der Mitarbeiter ist und nichts davon weiß. Ja, gut, macht man sich vielleicht trotzdem halt. Tut mir echt leid. Vorwurf auch, warum werden wegen eines Unfalls alle Wege gesperrt? Ja, dieser Urlaub ist ein Reinfall. Wenn ja, der doch nichts davon weiß. Wir alle haben hier zu kämpfen. Frage, kommt da jetzt wirklich kein Anruf oder sowas? Die Wege bleiben ja wohl noch eine Weile geschlossen. Ja. Jemand, die weiter ist involviert ist, weil der Typ ja den Anruf hätte annehmen müssen. Angeblich. Ja, man wird sehen. Das ist natürlich jetzt gerade auch das, Herr Blumer. Schwierig sagen im Moment, wer wirklich was gemacht hat. Ich meine, vielleicht unser Bruder Gabe ja einfach nur gesagt, ja, ich habe angerufen, weil er sich beeilen wollte, um Easton zu retten. Jetzt nicht undenkbar zu sagen, komm, wir beeilen uns, ne, und ich mache so eine kleine Notlüge. Passt schon, hat er ja auch nicht mitgerechnet dann. Ja. Ne, er wollte halt auch, es war ihm halt auch wichtig, Easton zu retten, ne. Obwohl, er wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie lange das dauert, ihn zu finden, ne, und irgendwie die Sprengung verhindern. Ja, aber vielleicht hat er versucht, hat einfach keinen erreicht, kam nicht durch, hat keinen Empfang gehabt, ne, und dann wollte nicht aufgehalten werden von den anderen. Ja. Deswegen. Schwierig. Ganz einfach zu sagen, ja, der lügt, das ist ja auch nicht, nur weil er vorher schon mal gelogen hat. Eleanor? Ja, einmal lügt, aber. Sorry. Du musst dich nicht entschuldigen. Wie geht's dir, Liebes? Super, waren gerade in der Apotheke. Oh. Ich. Schokolade. Und Fruchtgummi. Mir geht's gut, denke ich. Ich nehme es gerade so, wie es kommt. Gute Einstellung. Was machen wir das? Ist Mac hier? Er hat mir vorhin noch geholfen. Er ist gerade erst gegangen. Weit kann er noch nicht sein. Oh, er ist auf Flucht. Okay. Ja, doch, <Okay. lacht> Mist. Wo war ich gerade? Die ist auch darin verwickelt. Ja, in der Apothekensache. Schon eins. Sie wirkt völlig verängstigt. Ich kann sie so nicht zurücklassen. Komm mal. Ich werde schnell mal an, ey. Man muss hier nicht L2 gedrückt halten, sondern einfach nur X. Natürlich. Also anders als sonst immer. Ja, die super Gefühle hier. Also gar nicht strange. Weil die dann da plötzlich steht. Okay. Und so. Ich sollte herausfinden, wovor sie Angst hat. Was willst du als Verkäuferin da denken? In ihrer eigenen Welt. Naja. Wovor hat sie Angst? Ja. Oder Kasten. Nicht. Wenig Geld. All meine Erinnerungen verblassen. Ich fühle mich so leer. Das hat man nicht so oben mal kaputt. Der war ja erstmal die jetzt gerade. Und dann war die im nächsten. Ja, das waren, glaube ich, die Erinnerungen, glaube ich, ne, wo die noch ganz war. Die kann sich nicht erinnern, warum die kaputt ist. Die Ärztin meinte, ich hätte mehr Zeit, aber alles hier gerät völlig aus den Fugen. So, man sieht die Sachen jetzt mal einfach, die sie dann so wirklich vergessen hat. Ja, Alzheimer ist definitiv nicht schön. Also ich glaube, das ist, wenn er so gerade so, ich meine, keine Ahnung, wenn jemand das Gericht immer krass hat, wenn es den Leuten dann merken sie halt einfach nicht mehr, das ist dann halt die anderen schwer, aber vor allem selbst wahrscheinlich nicht mehr so.
glaube, diese Übergangsphase, wenn du es so selber noch merkst, halt nicht so angenehm. Das ist nur gerade irgendwie ein Spielfehler. Wir waren ja gestern noch da, da war noch alles gut. Ja, wir waren doch noch an dem Tag, an dem wir angekommen sind. Nee, aber ich glaube, hier ist glaube ich schon eine Woche vergangen oder irgendwie so. Irgendwo stand irgendwo, meinte halt im Kopf. Wir haben mit ihr doch gesprochen, als war die andere im... Komm einfach mit dem Scheck vorbei, wenn du Zeit hast. Junge. Ah, guck mal, scheint schon länger so zu gehen. Launchpad. Noch Mac. Was stand auf den Desktop? Passwort auf falsch eingeben? Ja. Ja. Ja, zumindest einmal. Ah, so. Schön aufgelöst. Riley, das Ausfinden. Das darf nicht passieren. Ist schwierig, sich da einzugestehen, aber man kann es eh nicht aufhalten, also sollte man sich helfen lassen, eigentlich. Ja. Wird's nur schlimmer. Ich meine, die Leute wissen das nicht, die müssen ja irgendwie auch damit umgehen, ne, und wenn zumindest die seine Zeit lang noch unterstützen, dann wird irgendwie noch geht. Ne? Ja, und ein bisschen Verständnis dafür aufbringen, weißt du. Wenn du alles so dann einfach vergisst, weil du dich nicht daran erinnern kannst, ja, ist halt dann eine Sache, wenn man es weiß, aber wenn man es nicht weiß, ist glaube ich ein bisschen blöd. Man sich schon drüber aufregen. Wenn irgendjemand davon erfährt, werde ich den Laden schließen müssen. Ja. Ja, das oh, scheiße. Ja, oder man könnte halt den Laden verkaufen, ne? Jetzt, wo man noch einigermaßen klar im Verstand ist. An jemanden, der es vielleicht weiterführt. Was heißt das? Ich glaube, es ist schon vorher. Aus dem Kopf simulieren. Es ist nicht nur, dass sie vergessen hat, was sie getan hat. Ja. Sie hat Angst davor, alles zu vergessen. Aber wie kann ich ihr helfen? Ja, wirklich helfen? Hast du vergessen, woran du gearbeitet hast? Ich scheine gerade etwas durcheinander zu sein. Vielleicht kann ich helfen. Ja, muss länger nachdenken. Sieht aus, als hättest du heute echt eine Menge auf der Liste. Wir könnten es zusammen durchgehen. Oh, ich will dich nicht aufhalten. Hey, ich möchte helfen. Okay, was hatte Eleanor zuerst gemacht? Sind diese Blumen von heute? Ich kann mich nicht erinnern. Laden geöffnet wahrscheinlich, ne? Ja. Du musst zuerst das Schild umgedreht haben. Das drehe ich morgens immer zuerst um. Und dann öffne ich die Post. Was hat der jetzt denn? Ach, irgendetwas hat mich sicher abgelenkt.
Schon besser. Wir schaffen das. Die Sonnenbrille auf dem Zwerg. So, mal schauen, wenn da eine Sache schon mal wieder repariert. Hier wahrscheinlich mal Kasse. Ja, das oder hinten am PC. Du warst ja hier drüben, als ich reinkam. Vielleicht hast du Geld gezählt. Das ist wirklich nicht nötig. Wahrscheinlich dieses ich Thema. Ich komme allein zurecht. Fahren. Hey, ich gehe nirgendwo hin. To-Do-Liste halt hier, da hängen ja auch so Zettel und so. Telefon kann man hier noch anklicken. War Riley irgendwie? War vielleicht irgendwas mit Riley? Ich weiß es nicht. Gab es einen Anruf, der dich abgelenkt hat? Ja! Ich erhielt heute Morgen einen Anruf. Aber ich weiß nicht mehr von wem. Vielleicht hilft hier etwas deiner Erinnerung. So, wir kommen der Sache näher. Gut, wenn ich mich von Riley eben, dass Riley sich erkundigt hat, ne? Hat Riley dich vielleicht angerufen? Ich glaube, sie war's. Aha. Sie rief wegen einer neuen Bestellung an. Och, Himmel. Aber für wen nur? Zettel. Ne. Ich glaube nur die Sachen, die wir gerade auch miteinander gemacht haben. Mhm. Okay. Ja, noch. Die Blumen vielleicht, dass jemand die Blumen bestellt hat? Ja. Expresslieferung. Riley ist bestimmt dafür hergekommen. Schlecht bezahlt. Ich denke, die Bestellung war für diese Lilien. Natürlich. Riley hat mir noch geholfen, bevor sie gegangen ist. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer sie bestellt hat. So, sind die auch schon mal wieder fresh. Guck mal in der Kasse nach. Ja. Klar, man ändert sich. Das kann. Der Scheck für die Lilien ist bestimmt hier drin, oder? Da steht bestimmt der Kunde drauf. Bestimmt. Ja. Mr. Jedediah Lucan, hm? 89 Tacken? 89. Ja, das geht schnell. Ich meine, dafür war der ein bisschen sehr klein, aber. Schnell mit mir. Die Lilien sind wohl für Jed. Am besten noch zu Valentinstag, wenn man richtig. Ja, genau. Rileys Bestellung war für Jed. Oder Muttertag. Ich wusste, du findest das raus. Ja, ich hab, das verdanke ich ganz allein dir. Ehrlich. Davor. Ernsthaft, du bist ein Engel. Finanzkrise. Ich sagte dir, ey. Jet plant sicher eine Veranstaltung. Wenn du ein bisschen mehr Blumen kaufen willst und ein bisschen ausgefallene Sachen. Warum er Lilien will? Die sind normalerweise für Beerdigungen. Oh Gott. Sie kann sich nicht erinnern. Das lässt sich, ich meine, ich weiß nicht, das ist, wir kommen jetzt da hin so, ne, und irgendwie total, wir kennen da irgendwie keinen Schwein. Dann würde ich sagen, ja gut, ne, man kann da erzählen, aber, also, je nachdem, wie realistisch das Spiel jetzt an der Realität ist, aber so viel, wie die jetzt vergessen hat. Ja, vergisst das eben. Die vergisst das komplett, hat das in 10 Minuten wieder vergessen. Bei ihnen Sperrs erspart, können wir im Nachhinein noch sagen, haben wir die erzählt, immer. Ich glaube, das hat keinen Zweck, die wir jetzt haben da. Mit dir gesagt. Ich weiß auch nicht, ob wir die richtige Person sind überhaupt, um wieder jetzt da. Also ich meine, wir kennen da alle, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt da sind. 2-3 Wochen vielleicht. Aber schwierig. Also ich würde es nicht. Ja. Sie kennen doch Jed. Er kennt bestimmt nicht den Unterschied zwischen Lilien und Tulpen. Unterschätze ihn nicht. Er ist schlauer, als man denkt.
Das wird sie noch aus. Danke für deine Hilfe. Bis ganz bald. Ciao. Na gut. Dann würde ich sagen, beenden wir diese sie etwas gestartete Folge hier an das dieser Stelle. Das wollte ich ja nicht vermiesen. Haben mal wieder eine Entscheidung getroffen, beziehungsweise eine Entscheidung haben wir jetzt nicht gesehen, haben wir euch nur von erzählt. Noch eine zweite schwerwiegende Entscheidung. Mal gucken. Gucken wir uns in der nächsten Folge hier den restlichen Kram noch an. Da liegt noch ein bisschen Post, sehe ich gerade. Und dann rennen wir Mac hinterher und stellen ihn nun endlich zur Rede, verprügeln ihn und prügeln die Wahrheit aus ihm hier raus. Das können wir ja gut. Das haben wir schon mal gemacht, das kriegen wir wieder hin. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.